Hallo Gamer-Zwerg. Warte, wir haben jetzt gleich von Anfang an gespielt. Kannst du noch schauen. Okay. So, habe ich jetzt eigentlich wieder meine Bombe? Nee, schade. Ich glaube, wir hatten nicht genug Gedingsel dafür. Vermute ich mal. Aber ich kann... Ah, das Öl kann ich auch herstellen. Konstruktöl. Wunderbar. Ja, mir fehlt Salpeter. Oh Gott, wo kriege ich denn nochmal Salpeter wieder her? Ja, ich kann es auf jeden Fall was kaufen. Aber... Magie. Ein Ort der Macht. Ja, wieder ein Fertigkeitspunkt. Okay. Ich hoffe, dein Stream lief gut. Was hast du denn gespielt? Warte, das wäre das falsch oder hier. Ich bin jetzt seit, ja, fast 6 Stunden dabei. Haben vorhin erstmal Witcher 2 beendet. Aua, aua. Und kümmern uns gerade um den Anfang bei Witcher 3. Eieiei, hallo, Wark. Ja, komm her. So. Minecraft World Speed. Ah, okay. Habe ich, Gott, Ewigkeit nicht mehr gespielt. Das zeigt mir jetzt aber nur an. Ja, nicht, dass ich aufgestiegen bin. Okay. Guck, dass ich dann mal. Ach, das ist hier wieder so ein Tauchding. Wenn ich mich recht entsinne, tauchen da drin dann wieder irgendwelche ekelhaften Viecher auf. So, und auf. Wieder hoch! Wieder hoch! Oh, Bro. Ja. Jetzt hab ich auch was. Okay. Ja, ich musste ganz am Anfang auch oft das mal machen. Beziehungsweise musste ich zwischendurch mal was essen. Sonst würde ich nicht so lange durchhalten. Ich spiele mit Simulatorspiel. Okay. Was sind so für Simulatorspiele? Also im Allgemeinen. Ich habe ja auch so das ein oder andere. Aua, aua. Wo sind die nächsten? Warum kann die Karte nicht mehr hier oben bleiben? Das ist die Hauptquest. Gut, das heißt, es sind noch 4 solcher Fragezeichen. Plötze! Plötze! Komm hierher! Komm hier, meine Plötze. Komm, komm. Fein! Ganz fein. Ganz fein, Pony. Pferd. Wahrscheinlich, wenn ich erst mit dir Galopp reite, hauen wir wieder irgendwo gegen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, da waren wir gerade, Geralt.
Ah, okay. So, die Spiele habe ich tatsächlich auch. Wie die Evil Dynasty suchte ich jetzt zum Beispiel auch privat gerade. Und habe ich jetzt, glaube ich, auch schon dreimal im Stream, glaube ich, gespielt. Muss ich auch unbedingt weitermachen. Aber da ich morgen nicht streame, wird das wahrscheinlich erst nächste Woche der Fall sein. Eurotruck ist auch geil. Jetzt habe ich jetzt voll. Nee, ich stream morgen nicht. Dafür stream ich ja heute. Brauch meine Pause nach. Wie viele Tage hintereinander habe ich jetzt gestreamt? Vier? Ich glaube, vier Tage hintereinander habe ich gestreamt. Jetzt brauche ich mal eine kleine Ruhepause. Ja, mach das. Oh, um 5 Uhr. Das tut mir echt leid. Also morgen kann ich tatsächlich endlich mal ausschlafen. Gott sei Dank. Die letzten Tage war schon hart. Wobei am Dienstag habe ich auch bis 10 Uhr gepennt, war aber... Warte mal, da war ich am Dienstag im Bett. Ich glaube um 3 oder um 4. Weil ich noch die ganze Nacht Witcher gespielt habe. Ja. Suchtpotenzial ist sehr hoch. Mich wundert, dass mein Inventar noch nicht voll ist. Bei dem ganzen Scheiß, was ich hier gerade mitnehme. Ich nehme sogar eine Kackstrickleiter. Freunde, Strickleiter. Ich brauche gar keine Strickleiter. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. So, da können wir ohne Pferd hin. Oh, Frühstück ist scheiße. Kenn ich von meinem Freund. Ich bin zurzeit froh, dass er Normalschicht hat. Aber Frühschicht ist echt scheiße. Aua, aua, aua! Yeah. Aua! Ja. Das Kämpfen muss ich immer noch lernen. Komm, hör auf. Das hat den Wolf sowas von beeindruckt und war gar nicht. Ja, danke, den werde ich auf jeden Fall haben. Und dir eine wundervolle Nacht. Und dir morgen einen schönen Tag. Ich hoffe, er wird nicht allzu hart. Meine Magie ist der Wahnsinn. Ja, ich weiß. Meine Magie ist super. Ich bin auch jedes Mal wieder aufs Neue überrascht. Doch. Alter, was bist du für ein... blöder Wolf. Auch nur mehr. Geht doch. Nein! Wie geil ist der Move da? Ah, schön. So. Sind die... Ach ja, und da hinten. Das Monsternest noch. Aber dafür brauche ich vorher... Der Peter.
Hier hat aber auch niemand Salpeter mal so eben rumliegen, ne? Wo bist du, Wolf? Lass Bambi in Ruhe, ja? Bambi hat dir nichts getan. Brauche immer noch Salpeter. Da oben leuchtet was. Da möchte ich hin. Immer dahin, wo es leuchtet. Lass ihn nicht zur Arbeit kommen, Sohn einer Ziege. Ey, woher weißt du, dass meine Mutter eine Ziege war? Nein, das glaube ich nicht. Nicht nachlassen. Ah, okay. Ja. Bein ab, würde ich sagen, ne? Eine Quest hat sie aktualisiert. Ach, das ist diese komische Droge. Danke, werde ich auf jeden Fall haben und dir auch eine gute Nacht. Und bis die Tage. Flasche? Hallo. Ich bin immer noch Controller gewohnt. Aber warum kann von euch nicht mal irgendeiner Salpeter dabei haben? Müsst ihr mir nicht die Mühe machen, es zu suchen? Beziehungsweise zu kaufen. Gut. Da hinten ist da noch was. Aber das habe ich ja schon. Das müsste ich eigentlich komplett fertig haben. Ja, doch. Da habe ich da irgendwas übersehen. Hätte ja sein können. Weil? Doch, hatte ich. Okay. Kann ich hier noch irgendwas? Nun benutzen wir das doch mal. Ich würde ja lieber diese Kermohan-Rüstung behalten, aber... Das geht leider nicht. Man kann nicht immer alles behalten. Pferd mit Sattel wird nicht so schnell müde. Okay.
Ist tatsächlich besser. Okay, ich kann jetzt nicht speichern. Jetzt kann ich speichern. So. Da sterbe ich, wenn ich runterfalle. Und wir purzeln hinunter. Aua. Und jede Menge Ghule. So gut, ich brauche jetzt allerdings definitiv einen Händler. Damit ich meine Bomben herstellen kann. Lauf, Blitze! Heißt. Wir reiten erstmal in diese Richtung. Schnellreise. Da treffen wir uns wieder. Dank. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Gut, natürlich, Salpeter hat er nicht. Aber er hat Gwent-Karten. Ich verkaufe dafür hier ein paar Sachen. Kann ich das hier auch einmal? So. Kann ich dann noch einmal verkaufen? Pass auf dich auf. Okay, da geht's Richtung Dorf. Jetzt wäre ich beinahe wieder rausgerannt.
Louis. Dann meldete er Stuart Escher in Novigrad. Was soll ich machen? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück. Ich möchte wissen, welcher gerissene Mistkerl das war. Dem werde ich zeigen. Okay. Denn wenn wir die Quest auf jeden Fall nochmal verfolgen. Das mache ich beides noch. So, auf jeden Fall erstmal die durchgeknallten Brennstifter. So. Dann am besten hier hinter anfangen, oder? Ja. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Stoff und Schnaps. Da sind die Hühnchen. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Derzeit aber nicht mit einem Hexer gerechnet. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Da ist was aus dem Schiff gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Ja. Ihr seid widerlich. Glück gehabt.
So, warte, wir müssen hier weiter suchen, ne? Ja. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Die Spur führt wieder ins Dorf. Gut, dann folgen wir doch mal diesen Spuren. Disziplin, die fehlt euch. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Spuren von ertrunkenen Klauen, das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben. Hey, Dufte. Und ich hab ihr Werkzeug verkauft. Nee, der zweite war gestern ausgegeben. Nicht durch. Den habe ich gestern nicht mehr geschafft. Ist, gehört dir. Den haben wir vorhin beendet. Wann habe ich angefangen? 17:30, glaube ich. Habe ich angefangen. Und ja, da haben wir dann den Drachenplatt gemacht. Und ja, dann das Spiel tatsächlich beendet. Und dann auch direkt mit Witcher 3 angefangen. Sind aber noch sehr weit am Anfang. Also hast du nicht viel verpasst. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ja, versuch's mal. Ja, wobei der Drache tatsächlich nicht der komplette Endboss war. Also für mich ja. Das kommt wieder auf die Entscheidung drauf an, die man trifft. Also der Drache kann der Endboss sein, muss es aber nicht. Kann noch einen anderen geben. Aber mehr verrate ich dazu auch nicht. Es gibt auf jeden Fall, wie für Witcher üblich, verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu beenden. Und ja. Ganz ruhig, komm jetzt. Komm brav mit. Sieht irgendwie leicht unheimlich aus, wenn er so hinter einem herhumpelt. Wenigstens bin ich jetzt mal diejenige, die anderen Leuten die Tür vor der Nase zuknallt. Ich wollte gerade sagen, kommt er da auch wieder raus? Ja. Ein bisschen holziger, ne? Komm. Put. Put. Ich glaube, der ist in 3 Jahren noch nicht da. Ich hab's aber auch mit dem Besoffenen. So in jedem Witcher-Teil. Jedes Mal muss ich die Besoffenen irgendwo hinbringen. Gut, ich hätte ihn auch vermöbeln können, davon mal ganz abgesehen. Ah, gut, das reicht. Sehr schön. Los, aufwachen! Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Na? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Trink weniger. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage.
Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Joa. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich brauche was für Peter. Immer noch. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Der Peter, immer noch. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Das ist Silber. Und das ist Wachs. Und das ist Blei. Mal. Achso, ja. Mechanisches Pulver. So ein Silbererz. Kann ich aber auch noch nicht herstellen. Aber Leder kann ich dann herstellen. Das ist ja schon mal was. Oberkörper. Okay. Reparieren. Ja, bitte mal alles reparieren. Nee, Verbesserung will ich nicht entfernen. Nein, nein, nein. Ich will auch kein Tutorial dazu. Danke. Das weiß ich sogar noch, wie das funktioniert. Zerlegen. Sehe ich aus irgendwas davon vielleicht? Nee, das ist Asche. Ich habe mich kurzzeitig gefreut, weil das nach Pulver aussah. Aber ich brauche keine Asche. Ich brauche einfach nur Salpeter. Wo kriege ich Salpeter her? Leb wohl. Oder muss ich zu dieser komischen Kräutertante? Oder die Salpeter? Okay, ich glaube, da ist die Kräutertante. Huch. Die Rettung muss ihn nach allen Dingen schlagen. Ich möchte nämlich gerne noch zwei Nester zerstören. Aber ich kann keine Bomben herstellen ohne Salpeter. Leider. Diesmal weiß ich zum Glück, wie man die ganzen Gegenstände herstellt. Diesmal weiß ich auch automatisch, was für was nützlich ist. Nicht so wie damals. Laufe ich überhaupt noch richtig? Ja. Tue ich. Das ist unser Pferd? Ich weiß es nicht. So, Teilchen. Huch. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Ja, sag ich ja. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. So weit am Anfang, wie es so am Anfang geht. Das erkenne ich sogar auch noch von früher. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Ja. Ja. Ich mag Nilfgaard nicht.
Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Hat sie nicht ganz unrecht. Du bist nicht von hier, oder? Wobei sie trotzdem anständig sein könnten. In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Könnten, ja. Nächstes Mal vielleicht. Die große Frage ist, Entschuldigung, ich wollte sie nicht bedrohen. Wir wissen, ob du... Hast du irgendwelche Kräuter? Ich finde sicher etwas. Der Peter, Gott, ich liebe dich. Nein! Wir müssen erstmal was verkaufen. Gott. Okay.